eine Kategorie vor dem Finale gibt es ein bewährtes Spiel. Was man dafür können muss, man muss gut vom Teleprompter ablesen können. Was lacht ihr so? Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Und ihr müsst jede Menge wissen. Das ist, da habe ich doch Prompter die Antwort vergessen. Da habe ich doch Prompter die Antwort vergessen. So, ihr zwei, noch mal zu den Regeln. Der Teleprompter ist diese Scheibe vor der Kameralinse. Auf dieser Scheibe ist ein Text, den Menschen beim Fernsehen einfach ablesen können. Bei uns handelt es sich allerdings um einen Lückentext. Diese Lücken müsst ihr mit eurem Wissen spontan ausfüllen. Wie immer gibt es für eine richtige Antwort einen Punkt. Dann würde ich sagen, mit dir fangen wir an, Anna. Yes. Das bedeutet für dich, ja, Sascha, natürlich, Joko. Entschuldigung. Ich wollte der Holden Maid noch des Glückes auf dem Wege wünschen. Ich danke Ihnen, edler Ritter. Möge die oder der Bessere das Ziel des Finales mit eigenen Augen vorfinden. Ich setze jetzt einfach die Brille auf, besser wird's nicht. Alles genau. Klar. Brille und Kopfhörer auf. Viel Erfolg. Danke. Oh Gott. Hörst du mich noch? Nein. Gut. Dann gehen wir hier einmal zum Set. Und du stellst dich auf deine Markierung da. Ja. Oh Gott. Keine Angst, das wird ein richtiger Blockbuster gleich. Ja, ich sag's dir. Heute seid ihr Teil eines großen Fantasy-Mittelalter-Epos. Braveheart meets Game of Thrones. Richtig teuer, richtig geil. Wie in Hollywood drehen wir das vor so einer grünen Wand. Und mit aufwendigen Tricks via Special Effect sieht das hinterher spektakulär aus. Ihr könnt da einmal auf den Cube schauen. Da, wo jetzt grün ist, fügen wir nachher alles ein. Das machen Top-Hollywood-Leute nämlich auch so. Der Mensch da rechts hat beispielsweise auch schon in Game of Thrones, das weiß ich auch noch, da hat er den Baum gespielt. Am Ende sieht das täuschend echt aus, das verspreche ich. So, du führst deine Armee in die Schlacht. Ja. Ab jetzt schön auf der Stelle laufen, einmal probieren. Sehr gut, realistisch sieht's aus. Und jetzt geht's los, im Monitor direkt vor dir, in der Mitte kommt dein Text. Und Action! Landsleute, mir nach! Die Zeit des Lichtes ist vorbei. Uns droht die ewige Dunkelheit. Sternennacht. Malte 1889, der berühmte Künstler Van Gogh. Aber uns erwarten keine funkelnden Sterne, sondern finsterne Wolken am Firmament. Seid furchtlos, wir kommen jetzt in die finsterne Schlucht von Quindor. Hier drohen die gefährlichen Steinlawinen von ganz Ost-Palmir. Ein Steinschlag ab. So. Genau. Doch Landsleute, tief in uns brodelt das Feuer, wie im höchsten aktiven Vulkan Europas. Also, ach, den kenne ich. Oh nein, da kommt ein nicht untoter Wildling. Ich wende meine jahrelang trainierten Fähigkeiten in der Kampfsport MMA, was die Abkürzung für Mal ist. Fliegender Windling rein, wende deine speziellen Kampftechniken an und benutze dein Schwert. Ganz fest draufhauen, bis es tot ist. Sehr gut. Und weiter mit dem Text im Monitor in der Mitte. Oh nein, der Kampf hat den Eisen Nebel rein. Toten Seelen aufgewirbelt. Wir können ihm nicht entkommen. Ich kann nichts mehr sehen und es ist schrecklich kalt. Und jetzt kämpft sie durch den Nebel. Gib alles. Uff, das war windig. Mit Stolz denke ich an unsere klugen Anführer Johannes Graupel, der im langen Kampf gegen 400 Schneebarbaren furchtlos den Tod gesicht ist. Er und der Ehemann seiner Schwester, also sein Schwager, waren die größten Kämpfer diesseits der Königslande. Ihre Heldentaten werden auf dem pflanzenhergestellten Schreibmaterial verewigt, das schon vor tausenden von Jahren in alten Ägypten verwendet wurde, nämlich Pergament. Zellulose. Nun gut. Jetzt sind sie tot. Seht, dort in den ewigen Hügeln der ewigen Finsternis steht die Festung des fürchterlichen Eisritters. Heerscharen bringt mir das mächtige magische Katapult. Attacke! Katapult rein! Zieh an der Schnur, löst das Katapult aus und schau dem Stein einmal nach. Okay, weiter geht's. Auf der Stelle laufen, Text auf Monitor in der Mitte und bitte! Es wird Zeit, unsere letzten Kräfte zu mobilisieren. Denn Winter is coming, aber nicht die schöne Art von Winter, bei der man sich Eis einkuschelt und skandinavischen Glühwein trinkt. Auch
Ja, genannt. Jetzt fehlt nur noch eins. Ich rufe meinen treuen Gefährten, den gehörnten Feuerdrachen, um nach Königslande zu fliegen und um Verstärkung zu bitten. Emanuel! Emanuel! Drachen rein! Da, steig mal auf den Drachen. Klar. Und streichel deinen Gefährten gleich mal, bitte. Drauf. So? Ein bisschen, ja. Oh Gott, das ist so eng. Schnell. Kann ich knien? Ja, streichel den mal, tätschel mal. Ach, mein Emanuel, was haben wir nicht schon so durchgemacht? Ja, und jetzt sagst du deine letzten Sätze. So ist's fein, mein getreuer Drache. Nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Spiel und Sportgerät. Auf Englisch nennt man ihn Dragon. Nun verschwinde in die Himmelsrichtung, in die der Sonne untergeht. Also nach besten Gefährten, wartet hier auf mich und bumst in der Zwischenzeit nicht zu viel rum. Vor allem nicht mit euren Geschwistern. Ich bin bald zurück und bringe euch eine Stärkung mit. Etwas Langost, eine Spezialität, die ursprünglich aus Küche des Landes Peru stammt. Herrlich, haltet durch für Königslande. Drachen rausfliegen. Und Cut! Wunderbar! Sehr gut! Oh Gott. Ich bin dumm! Nein, das waren 3 Punkte! Das ist gut! Immerhin! Jetzt gucken wir einmal auf den Punktestand. Es steht 19-16. Ah ja, immerhin, ne? Ein Applaus für Anna, bitte. Joko muss ja jetzt 4 Punkte schaffen, damit er dich besiegt. Ja. Oh, hoppala. Witzig. Ey, wirklich, mit den allerliebsten Grüßen an die Redaktion, ich ertrage diese Musik nicht mehr. Die Musik da drauf, es ist unnötig laut, es ist unnötig scheiße. Ach, ich kenne jeden Song, ich weiß die Playlist mittlerweile schon, ich kann dir sagen, welcher Song nach welchem kommt. Aber ist vielleicht gar nicht der Punkt gerade hier, ne? Der Punkt ist gerade, wie hast du denn performt? Es geht. Der 3 Punkte. Ist 4 Punkte. Der Punkt ist 4 Punkte. Musst du schaffen. Mhm. Oh, ja. Holde Maid. Was soll man machen? Ja, gut. Ganz stark. Das ist dein... Hier kannst du dich gleich austoben. Hast du gerade ein bisschen Method Acting gemacht? Dich ein bisschen eingefühlt in die Rolle? Ja, oh, wurde dir schon was kaputtgeschlagen? Hm, vielleicht. Na? Okay, gut. Magst du die Waffe da in die Hand nehmen? Oh, die ist schwer. Wir drehen hier eine Hollywood-Produktion. Das ist hier der Game of Thrones meets Braveheart. Und wir haben echt extrem viel Kosten und Mühen gescheut, um das hier heute zu realisieren. Okay, gut. Wir haben unter anderem zum Beispiel den echten Baum von Game of Thrones. Also hinter dir. Da. Da ist er. Und der weht im Wind? Unter anderem, der kann auch noch mehr. Aber jetzt geht's erstmal los. So, du führst deine Armee in die Schlacht, laufen auf der Stelle. Ja. Okay, und jetzt geht's los. Also in der Mitte kommt dein Text. Und Action! Landsleute, mir nach! Die Zeit des Lichtes ist vorbei und droht die ewige Dunkelheit. Sternenacht, Malte 1889, der berühmte Künstler. Na? Vincent van Gogh, aber uns erwarten keine funkelnden Sterne, sondern finstere Wolken von euch. Seid furchtlos! Wir kommen jetzt in die finstere Schlucht von Quindor. Hier drohen die gefährlichsten Steinlawinen von ganz Ost. Da kommt aber bestimmt gleich irgendwo ein Stein. Steinschlag ab! Und schau in den Monitor links! Oh. Alter! So doch Landsläufe, Team in uns wohnt das Feuer! Wie im höchsten aktiven Vulkan Europas, also Ätna! Oh nein, da kommt ein nicht unwohlter Wildling. Ich werde meine jahrelang zu den Fähigkeiten in der Kampfsport MMA an, was die Abkürzung für Mixed Martial Arts ist. Fliegender Wildling rein. Wende deine speziellen Kampftechniken an und benutze dein Schwert. Ganz fest draufhören, bis es tot. Uiuiui. Okay, der ist tot und weiter mit dem Text. Monitor in der Mitte. Oh nein, der Kampf hat den Eisnebel der toten Seelen. Bitte? Aufgewendet, komm, ich kann nichts mehr sehen. Und es wird schrecklich kalt. Jetzt kämpf dich durch den Nebel. Boah, ist das unnötig. Toll. Mit Stolz
denke ich an unseren klugen Anführer Johannes Graupel, der im langen Kampf gegen 400 Schneebarbaren furchtlos in Tog gesiegt ist. Er und der Ehemann seiner Schwester, also sein Schwager, waren die größten Kämpfer diesseits der Königslande. Ihre Heldentaten werden auf den Pflanzen hergestellt. Schreibt mal der Alphaewiker, also vor Jahrtausenden Jahren im alten Ägypten verwendet wurde, nämlich Papyrus. Schau im Monitor rechts, also. Blut, jetzt sind sie tot. Seht, dort in den Hügeln der ewigen Finsternis steht die Festung des fürchterlichen Eisritters. Herrscharen, bringt mir das bergische Katapult! Attacke! Katapult rein! Und jetzt mal. So, und jetzt zieh mal an der Schnur und löse das Katapult aus und schau dann dem Stein bitte nach, so gut du kannst. Okay. Okay, und jetzt wieder auf der Stelle laufen und weiter geht's. Es wird Zeit, unsere letzten Kräfte zu mobilisieren. Denn Winter is coming. Aber nicht die schöne Art von Winter, bei der man sich einkuschelt und skandinavischen Glühwein trinkt. Auch Glöck oder Glock genannt. Glöck, Glock ist die Kanone. Jetzt hilft nur noch eins. Ich rufe meinen treuen Gefährten, den gehörnten Feuerdrachen, um nach Königslande zu fliegen und um Verstärkung zu holen. Emanuel! Emanuel! Drachen rein! Steig auf den Drachen. Ja. Und dann, genau, setz dich drauf. Und dann lächelst du ein bisschen an, streicheln, tätscheln, was man so mit... Was lächel ich? Ich? Was? Den Emanuel. Emanuel, streichel ich? Streicheln, lächeln, tätscheln. Setz dich wieder drauf, so. Okay, Emanuel. Alles gut, wir schaffen das. So. Und jetzt? Ich. Ja. Ach so, das war kein Text. So, jetzt sagst du deine letzten Sätze und entfliegst in die eisigen Lüfte. So ist fein. Mein getreuer Drache nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Spiel- und Sportgerät, auf Englisch nennt man ihn. Was? Nun verschwinde ich in die Himmelsrichtung, in der die Sonne untergeht, also nach Westen. Gefährten wartet hier auf mich und bumst. Was? Bumst in der Zwischenzeit nicht zu mir rum, vor allem nicht mit euren Geschwistern. Ich bin bald zurück und bringe eure Stärkung mit. Etwas Langosch, eine Spezialität, die ursprünglich aus der Küche des Landes Ungarn stammt. Kälte führt durch die Königslande. Drachen rausfliegen. Du steckst deinen Kopf in seine Schulter. Und Cut. Sehr, sehr gut. Wow. Ich finde, das hast du so gut rübergebracht. Ja, ne? Ja, ja, an mir ist kein Schauspieler verloren gegangen. Und weißt du, was auch noch gut ist? Bitte. Du hast ganze 8 Punkte gemacht. Das heißt, Joko, du bist im Finale. You and me. Back in the game. Back in the game. Aber ist Anna, okay. Das war so ist stark. Okay, Entschuldigung. Ja, natürlich. Sehr gut. Oh. Es war so schön mit dir. Ja, ich fand's auch super. Wirklich. Vielen Dank, Anna, wirklich. Gerne. Sehr viel Spaß gemacht. Danke, mir auch. Ich drucke dir hier dein Loser-Ticket aus. Passiert. Und du bekommst natürlich noch deinen Anzug auf dem Weg. Dankeschön. Anna, es war sehr, sehr schön. Schön, dass du dabei warst. Das hast du mega gemacht. Dankeschön. Gerne. Tschüssi, vielen, vielen Dank. Ticket. Ihr individualisiertes Rausschmissprogramm heute ist Müll, Pommes und alte Socken. Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go.
So make the best of this test and don't ask why. It's not a question, but a lesson learned in time. Ich habe Friedrich Schiller, die Biografie. Ist eine sehr gute Idee, ist aber leider ganz falsch. Ich habe Automatic Money. Das wäre so gut, wenn es das gäbe, aber das ist leider falsch. So take the photographs and still frames in your mind. Hang it on a shelf in good health and good time. Ich bin dumm! Tattoos and memories and dead skin on trial. For what it's worth, it was worth all the while. Wenn ihr Bock habt, eine ganze Folge zu sehen, haben wir uns darauf vorbereitet. Wir haben in die Beschreibung einen Link reingepackt, da müsst ihr einfach draufklicken. Viel Spaß!